Das Haus, in dem wir heute stehen, hat eine über 180-jährige Geschichte. Die besondere Herausforderung dieser Bauaufgabe bestand daher darin, das Gebäude zum einen denkmalgerecht zu erhalten und zu restaurieren und zum anderen den funktionalen, konstruktiven, technischen und energetischen Anforderungen entsprechend zu ertüchtigen. Das Planungsteam um Kai Otto Architekten hat in einer Planungszeit von nur 2 Jahren in enger Abstimmung mit dem LMU-Klinikum die beste bauliche Lösung für diese Bauaufgabe erarbeitet. Als Leiterin des Staatlichen Bauamtes München II habe ich heute die Ehre und Freude, mit der feierlichen Eröffnung des St. Vinzenz-Hauses ein Herzstück des Klinikcampus an das LMU-Klinikum zu übergeben. Das ist ein wunderbarer Ort der Stille, mitten in wahrscheinlich dem belebtesten Teil München. Am Sendlinger Tor ist Europas oder Deutschlands größter Umsteigebahnhof für den Nahverkehr. Und nur ein Steinwurf davon entfernt ist hier ein Ort der Stille, umgeben von Arkaden, umgeben von einem Garten. Und ich glaube, deshalb ist es ziemlich angemessen, dass es wirklich auch für die an der Seele Erkrankten in Zukunft zur Verfügung stehen wird. Ich bedanke mich im Namen unseres ganzen Vorstandes, unseres ganzen Klinikums und des St. Vinzenz Hauses. Es bewegt mich und uns, dass unser ehemaliges Mutterhaus von nun an nicht nur den Namen unseres Ordenspatrons, des heiligen Vinzenz von Paul, trägt, sondern auch einer Bestimmung zugeführt wird, die ihm ein Herzensanliegen war: die Sorge und Hilfe und Begleitung für junge, kranke Menschen. Danke allen, die an dem Gelingen dieses Bauvorhabens mitgewirkt haben, Bauverwaltung, die Firmen, die daran beteiligt waren. Ich danke aber auch den Nutzern, nämlich die jetzt künftig hier drinnen sitzen werden, um für die Medizin, für die Forschung, vor allen Dingen für ihre Patienten wirklich viel zu leisten und dafür zu sorgen, dass dieser Juwel auch wirklich leuchtet. Ich denke, es muss dafür eine Diskussion geben, dass einer von 4 Menschen eine, wenn man hier mal durchzählt, eine psychische Erkrankung hat als Diagnose, einer von 10 Menschen, also 8 Millionen Menschen in Deutschland, psychisch erkrankt sind. Und dazu braucht es einfach aus meiner Sicht eine offene Diskussion. Und ich sage jetzt mal, das ist für mich hier das Symbol. Das heißt, verschiedene Disziplinen kommen zusammen, um das Beste zu geben. Wenn Sie dieses Gebäude sehen oder wenn Sie drüben unsere Klinik sehen, es ist erstmal gar nicht wie eine Klinik. Ja, viele kommen einfach auch gerne, weil sie sagen, das ist ja gar nicht so, wie ich es gedacht habe. Ja, viele haben Vorstellungen von Psychiatrie, die noch sehr weit zurückreichen, auch zum Teil Erwachsene, also Eltern, eigene Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht nicht immer positiv waren. Und heute hat sich Psychiatrie und Kinderpsychiatrie so verändert. Die Integration von Architektur und Umgebung schaffen, um psychisch gesund zu werden, ist immer eine Herausforderung. Und wir haben das in unserem Haupthaus gemerkt, da ist es hervorragend gelungen und hier jetzt wieder. Und das, muss ich sagen, ist eine Besonderheit auch dieses Standortes hier, dieser Universitätsmedizin, dass man so etwas auch als Ziel definiert und umsetzt und so erfolgreich umsetzt. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Applaus